Sex im Wasser mag verlockend klingen. Es gibt allerdings ein paar Probleme, die dagegen sprechen, im Wasser Sex zu haben. Erstens, Kondome sind weniger zuverlässig. Im Wasser können Kondome leichter verrutschen oder beschädigt werden. Hitze, Chlor und andere Chemikalien beeinträchtigen die Haltbarkeit und den Schutz. Chlor tötet weder Spermien noch Krankheitserreger ab. Außerdem kann Wasser das Gleitmittel abwaschen, was schmerzhaft sein kann. Und zweitens, Verletzungs- und Infektionsgefahr. Wasser trocknet die Vagina aus, was zu Schmerzen und Schäden führen kann. Die Anfälligkeit für Infektionen durch Bakterien, Pilze und Parasiten steigt. Diese sind oft in Pools und natürlichen Gewässern zu finden. Ein Vorspiel im Wasser ist unproblematisch, der Rest sollte aber lieber an Land stattfinden.